Nee, das sieht noch nicht richtig aus. Sag mal. Boah, das ist gar nicht so einfach. Also das ist nur so ein kleines Stückchen hier noch. Das heißt, das muss irgendwie... Okay, ich habe eine Idee. Warte mal. Ich glaube, richtig rum muss es so sein. So rum. Nein. Also ich glaube, so rum gehört es dann, oder? So. Klack. Zack. Und jetzt das noch drehen. So, jetzt müsste es, glaube ich, korrekt sein, oder? Ah! So, ich glaube, hier die ganzen Hautfetzen runterhängen. Oder ob das einfach nur Schränke sind, keine Ahnung. Okay, da geht's nirgendwo hin. Das haben wir jetzt auch fertig. Was haben wir jetzt gebracht? Da ist jetzt oben irgendwas freigeschalten. Hä? So, ich müsste jetzt oben, glaube ich, irgendwas freigeschalten haben. So, die Tür ist zu. Jetzt müssten wahrscheinlich hier irgendwas... aufgegangen sein, oder? Okay, jetzt ist er gestorben. 08. War schön. Null 5, 08. Aua! Woher weiß ich denn jetzt, welche Zahl richtig ist? Ah, das ist interessant. Woher weiß ich jetzt, welche Zahl richtig ist? Nehmen wir eine Idee? Was? 12 von 38? Was? Irgendwie checke ich das hier nicht so ganz. Okay, ich hab's vergeigt. Ah, ich muss immer auf die Zahl hier kommen, darf aber jede Zahl nur einmal verwenden. Wie soll ich da auf die Zahl jetzt kommen? Wie soll das gehen?
noch eine Zahl frei. Wie soll das jetzt funktionieren? So, ich muss ja. Ach so, ich kann die Zahlen öfter verwenden. Ich kann nur einmal die Zahlen einmal verwenden. Was fehlt uns eigentlich noch? 12. Machen wir folgendes. 12 brauche ich. Das heißt, wir haben die 2. 4. Und dann die 6. So, okay. Time marches on. Death turns to decay. Ach, der Typ, der jetzt hier gestorben ist, ist jetzt da weitergewandert. Jetzt sieht mir die Pflanzen drauf, weil er sich ja weiterentwickelt. Aha, eine Blume. Okay, ich dachte, ich komme da hinten jetzt noch irgendwie hin, aber offensichtlich muss ich jetzt hier zurück. Interessant. Sehr mysteriös hier alles. So. Gott, ich hasse Moppen! Ich hasse euch! Wenn die mich jetzt gleich anspringen, alle mit so einem Gesicht, dann installiere ich sofort das Spiel. Okay. Gut. Aber das. Dieser Regisseur. Okay, man kann die Flamme eines anderen tragen. Schön. Was auch immer jetzt mit diesem Rad machen soll hier, keine Ahnung. Ist das eine Bewandtnis hier? Ich glaube, es hat keine wirkliche Bewandtnis, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Also es rastet ja auch nicht wirklich ein oder sowas und es geht vor allem extrem schnell. Das kann man auch relativ schwer tunen. Naja. Da ist wieder ein Frauenhut. Und verrottende Leichen, also, oder Puppen besser gesagt. Ah, schön. Was ist dieses Da Vinci-Dingens? Wie Da Vinci den Menschen gesehen hat? Also diese... Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese... mir fällt gerade der Name nicht ein. Diese Zeichnung. Ah, hier ist das Herz. It warms the heart. It feeds the soul. Makes the world so bright. So bright. The stolen flame burns strong. Burns quick. The stolen flame burns out. Okay, was unser Spiel jetzt damit sagen will gerade. Okay, ich musste wieder zurück. Weil da leuchtet jetzt gerade das Licht wieder. Boah, das ist schon. Hätte nicht, wer jetzt gejagt. Ich renn mal lieber. La 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 la. La 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 la.
La 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 la. Blöden Figuren, echt. So, aber schon sehr cool gemacht, das Spiel. Das ist nur, es ist nur schon extrem. Also muss ich echt, echt mitdenken, damit konzentrieren praktisch. Ja, ich gehe ja schon. Jetzt sind sie wieder weg, ist klar. Komm ich wieder zurück? Nein. Okay. Ah, jetzt ist da offen, jetzt kommen wir da durch. Okay. Ich bin erleuchtet. Okay, da unten stehen jetzt zwei, die unterhalten sich. Interesting. Ob das was zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Oder ob es einfach nur ein Gimmick ist. Keine Ahnung. Kann ich relativ schwer einschätzen. Aber ist ganz cool. So, Spiel gespeichert. Hervorragend. Boah, ich sehe nichts. Geht's hier lang? Nee. Ich hasse diese Geräusche. Toll. Mach eine Tür zu, ist klar. Na, die werden dich jetzt bestimmt jagen. Ist das hier gerade eine Anspielung auf Alien? Also ja, ich glaube, wir können da lang. Pass mal auf, ich gehe einfach mal da hin. Ach, müssen wir eh hin. Was ist das denn? Bescheuert! Ja. So, na, die werden ich jetzt bestimmt jagen. Heb ihn mit Katze bewerfen. Ich bin so bescheuert. Natürlich ziehe ich halt die Hand aus dem raus, weißt du? Klar. Sehr logisch. So, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ist hier was zum Sammeln? Ich weiß es nicht. Ich hasse das in diesem Spiel. Jetzt gelandet. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Ich will nichts übersehen gerade, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich übersehe jetzt gleich irgendwas, weil ich hier lange renne und ich weiß was. Nach dem Motto, hi, wie geht's dir? Ich bin der Hepp. Ja, ich bin selber schuld, dass mir das Viech jetzt verfolgt hat. Wisst ihr, was ich gruselig finde in Horrorspielen, wenn irgendwann irgendwelche Kinder anfangen zu singen?
Das finde ich mir gruselig. Aber zum Glück ist hier kein Kind. Okay, da geht's nicht weiter. So, kann ich das hier aufmachen? Ob das so clever ist, weiß ich nicht. Okay, jetzt sind wir hier. Da war übrigens gerade was da hinten, wo das Feuerzeug liegt. Das ist vor uns weggekrabbelt. Okay. Gut. Dann haben wir das doch einigermaßen richtig gemacht von der... von dem Weg her. Das heißt, wir sind jetzt hier. Genau, da sind wir jetzt rausgekrabbelt. Jetzt müssen wir hier wieder rein. Habe ich jetzt da alles mitgenommen? Habe ich was übersehen? Eine weiße Ratte. Sehr gut. Ich hasse dich, Spiel. Bleib du ruhig hocken, du. Wehe, du bewegst dich. Wehe, einer von euch bewegt sich jetzt. Ich flipp aus. Was ist das denn? Looks like the rats got to it before us. What was that? Shh. We're not alone here. Ach was. Hier, ein vergammelter Apfel. Lecker. Okay, warte mal. Da unten geht das, wird das Licht wieder grau. Ich will wissen, was hier ist. Oder komme ich von... Ach, von hier komme ich. Ah, ja gut, macht Sinn. Ja, okay. Ich habe immer das Gefühl, als würde ich irgendwas übersehen die ganze Zeit. Oh, toll. Das sind auch die Teller zerbrochen, sehe ich jetzt gerade erst, dass die ganzen Teller zerbrochen sind. Und ich wiederhole mich sehr oft. Finde ich gut. Nicht. Wie bescheuert kann man sein? Okay, ist zugesperrt. Das Spiel speichert ja zum Glück automatisch, von daher... War hier gerade was? Nee. Ich... sehe nichts. Na klar, hm? Was ist das denn? Oh, it stinks. But it looks like someone took a bite. Or something. Come, let's not wait for it to come back. Oh. Ein Stück Fleisch, was so gegammelt ist, dass die Maden schon dran sind. Oh. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Sowas ist widerlich.
Ich musste einige Käfige verstärken. Irgendetwas hat die Tiere ziemlich verängstigt. Vielleicht spüren sie, dass das Gewitter bevorsteht. Ich muss die Schotten dicht machen. Das wird ein gewaltiges Gewitter. Ja. Das komische Viech wird uns bestimmt jagen. Ist nur so eine Überlegung. So, hier ist nichts mehr. Ich habe mal geguckt, ob hier noch irgendwas... Was ist das? Ach, das ist das von der anderen Seite da jetzt. Okay. Das ist das Dingens hier. Okay. Sehr, sehr gut. Ich will nicht. Ich will nicht. Okay. Ja, so kann man es auch machen. So kann man auch Türen verriegeln. Ich will nicht. Ach so. Einmal hoch, bitte. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Gott! Ich hasse Lampen. Oh, hier ist was. So, was? Service provided. Billy und Co. Dresseure? Dienstleistungen. Hundetraining und Zustellung. 225 US-Dollar. Respekt. Anmerkungen. Käfig und Inhalt an das Deck für Tiertransport geliefert. Minimale Fütterung wie gefordert. Mit Vorsicht vorgehen. Ah. Ich glaube, die haben die Tiere nicht richtig gefüttert. Dann sind sie bestimmt ausgebüxt. Bin ich jetzt hochgekommen oder nicht? Ach, ich muss da hoch. Okay. Zum Glück bin ich immer einmal rumgelaufen, sonst hätte ich die Notiz gar nicht gefunden hier. So. Sehr schön. Der Hand. Heißt es, uns jagen jetzt Hunde? Okay, hier ist nichts. Das sind Hundekäfige hier offensichtlich dann. Wenn hier übrigens Hunde drin sind, in diesem Käfig, Respekt. Man kann den Tieren noch weniger Platz lassen. Ich finde, da kann... Sind das hier Kinder? Was? Ich frage mich, ob das eine gute Idee war. Ich bin mir nicht sicher. Hallo Freunde. Klar, blockiert mir den Weg zurück. Ist mir durchaus recht. Genauso will ich das hier haben. Okay, ich dachte, das hat jetzt einen Grund, dass ich die Tür aufmachen kann hier, dass hier irgendwas... Das ist ein Grund jetzt, dass ich die Tür hier auf und zu machen kann?
Nee, offensichtlich nicht. Hä? Ist total komisch. Du kannst mit dem Hebel, kannst du die Türen aufmachen. Aber ich dachte, dass da vielleicht irgendwann ein Collectible oder irgendwas drin ist. Aber hier ist tatsächlich nichts drin. Okay. Interessant. Ich dachte jetzt, dass du irgendwas, dass wir irgendwas kriegen jetzt dadurch. Ich glaube, hier brettert es mich nach unten. Hier ist wieder Äpfel. Folgen wir gerade den Kindern? Kann das sein? Ich bin so ein hirnverbrannter Idiot. Look, there's something there. Oh, schön, ich sehe nichts mehr. Hä, muss ich jetzt hin? Wo bin ich denn jetzt? Ich... Kann ich den Hebel umlegen? Nee. Ich muss den Äpfeln, glaube ich, nach, oder? Over there. Can't you see it? Hier ist einfach nur Dunkelheit. Ich glaube, das dürfte jetzt der richtige Weg. Was? No, this isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Schön, eine Flasche Schnaps. Gut. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin im Maschinenraum auf jeden Fall. Ah. So, klack. So, einmal nach oben. Ich muss mal langsam was trinken. Ah. Ist immer sehr schön, wenn du wo langläufst und nichts siehst. So. Seid ihr oben abgerissen? Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines nicht weit kommen. Der Kapitän ist die Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den schwarzen Wanderer. Kapitän Baines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Okay. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Piratengeschichte, glaube ich. So. Gut gespeichert. Schuhe. Oh, was zu essen. Ich hätte jetzt auch gern was zu essen. Immer der gleiche Sound. Lass mir was Neues einfallen. Blöde Musikbox. Was ist das? Werkzeug. Liegt ja einfach am Boden. Yay, warum auch nicht. Und schon wieder ist das hässliche Foto hier. Da was geändert? Das sieht aus wie so ein Riss hier drin, aber... täuscht, glaube ich, nur. Ja, okay. Dieses Schiff ist sehr komisch zusammengebaut. La 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 la.
Ah ja, ein fliegender Farbapfel. Liebes Spiel, wenn ich Witze reißen will, dann darfst du gefälligst nicht mit dem Jumpscare mittendrin kommen, während ich hier Witze reiße. Das ist nicht fair. Was klackert hier schon wieder? Da kommt jetzt ganz schön dieses Krümelmonster da, dieses komische... Muss ich da hin oder nicht? Ist das ein Sarg? Okay. Ach komm, werf mich nicht. Aha. Und die ganze Zeit, da ich dachte, ich lernte zu leben, da lernte ich zu sterben. Schön. Okay, kann mir das einer erklären? Da steht dieses Viech drin und du darfst offensichtlich nicht reinrennen. Gut. Weiß sie das jetzt auch? Schnauze. Ja, der Tod. Der Tod muss wunderschön sein. Ja, ich glaube auch. Der Tod ist toll. Ich liebe den Tod. Okay, die Frage ist, kann ich da irgendwas mit der Tür oder so machen, bevor... Weil das ist, glaube ich, eine Tür. Ich bin mir bloß nicht sicher. Ob ich da vielleicht was machen kann. So, hier ist gar keine Tür. Ah. Ich muss hier einfach nur hoch. Okay. Gut, machen wir es halt so. So. Langsame Fahrt voraus. So, oh, da lag ein Zettel, sehr gut. Von leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese als direkte Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Diebstahl bleibt nicht unbestraft! Ja gut, aber deine Leute haben mir nichts geklaut. Das sind ja die Kinder hier, die hier als blinde Passagiere unterwegs sind. Zum Glück klebt an den Decken nie was, weil da gucke ich mich relativ selten immer hin. So, ich muss eben. So, hallo. Einmal nach unten. Ja, der Schiffsbruch ist richtig toll. Und alles vollgestellt, weißt du? Überall stehen Fässer und Ding und Tralala rum. Er ist einfach unfassbar. So. Da. Ist hier irgendwas? Nee. So, was haben wir hier? This one's empty too.
We need to keep looking. Billy, I mean, Captain, there's something out there. In the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Tja, solltest du mal auf sie hören. Oder auf ihn hören. Auf Mr. Hardy. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ach so. Ich frage mich übrigens, warum man das hier nach unten drücken muss und nicht nach oben. Das wäre viel logischer, wenn der nach oben gehen würde. Ne, dann hast du praktisch, da musst du nicht immer... Also... Ich fände es realistischer, ich fände es intuitiver.